richtig geil. Oh! Ottmar! Ottmar! Ich hab da Ottmar, Alter. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche auch keinen Van Gaal. Jetzt bin ich, natürlich nehme ich Ottmar Hitzfeld. Hallo, hallo. Ich bitte euch, also das ist doch vollkommen klar. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück, euer Verbergen wieder am Mikrofon und auch live in der Cam für FIFA Ultimate Team World Cup. Wir sind drauf und dran, uns eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen. Ich will eine deutsche Mannschaft bauen, aber ihr seht, noch habe ich nicht viel am Start, was das angeht. Deswegen müssen wir nochmal in den Shop. Ich guck mal rein, ich habe noch ein paar Sets offen. Goldene Sets nehme ich an der Zahl. Wo kann man das denn sehen? Was ist denn das da unten? Sets ansehen, meine Sets. Shop-Katalog wird geöffnet. Ich hab doch 4 Gratis-Sets bekommen. Wo sind die denn? Was ist das denn? Egal, jetzt kaufe ich nochmal eins. Ich weiß nicht, wo die meine Gratis-Sets sind. Ich glaube, es ist noch defekt. So wie es aussieht, ist es noch defekt. Stand letztes Mal da. In der letzten Folge habt ihr es gesehen. Ich habe mir jedes Package habe ich ein Gratis-Set bekommen. Krass. Okay, gucken wir mal rein. Haben wir was Deutsches dabei? Nein, aber UEFA. Recht hilfreich. In die aktive Mannschaft mal reinpfeifen, den Kerl, damit ich überhaupt erstmal spielberechtigt bin. Also sprich, erstmal eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenkriege. Wen haben wir denn noch hier? Zukanovic. Ja, es sind schon viele Spieler dabei, ne? Es sind ja ungefähr 700 Spieler, glaube ich, ne? Pro WM, also 32 Mannschaften, 23 Spieler. Da braucht man meistens auch bloß einen Taschenrechner bedienen, dann weiß man es genau. Da habe ich noch einen von Portugal. Wahrscheinlich auch nicht so der Renner zu sein. Kenne ich auch ehrlich gesagt gar nicht. André, Kollel, was? So, der Rest. Hier haben wir wieder. Hier haben wir wieder das. Guck mal, freischalten. Gratis Set einlösen. Ich hätte theoretisch aber 4 Stück. Der Rest geht alles zum Verein. Und den einen Überbleibsel hier, den muss ich abstoßen. Für 0 Coins. Ich sage komisch. Wir schauen mal rein. Aber warum kriege ich dieses Gratis-Set nicht geöffnet? Also wo sind denn die Gratis-Sets dann drin, ne? Das ist echt übel. Sets ansehen. Da oben ist auch eine 4. Da erscheint doch mal ganz kurz eine 4. Habt ihr das gesehen? Hier, wenn man Shop auf Shop geht und jetzt Sets ansehen. Ganz kurz ist die 4 da. Das sind meine Gratis-Sets, nehme ich an. Aber es ist defekt. Es ist einfach nur defekt. Okay. Dann schauen wir mal. Also Online-Turnier, Einzeln. Nee. Ich habe ja jetzt noch die Mannschaft. Ah, ich habe noch keine Deutschen, ey. Das gibt's doch nicht. Zu wenig. Viel zu wenig Deutsche. Ohne Scheiß. Robinho, das ist alles klar. Haben wir noch ein paar Jungs hier von der UEFA jetzt? Kann ich ja da oben wieder eingeben. Einfach Konföderation. Ne, sind keine mehr verfügbar. Ey, krass. Ich habe echt zu wenig. Wir müssen mehr Package aufmachen. Wie wäre es mal mit einem Özil oder sowas? Ist ja unglaublich, ey. Aber die Spieler, ne, sind schon dürftig, die man da bekommt. Sind ein paar gute dabei, aber in der Summe nicht so einfach. Okay. Komm schon. Mach mal auf hier den Laden. Knick, knack, knuck. Und jetzt. Komm schon. Gib mir doch was Schönes. Mavuba. Oh, ich habe zu viel, aber zumindest ein Franzose. Oh, Cesc Fabregas, Leute. Ich glaube, der bewegt sich schon so im oberen Metier. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen für meine... Erstmal grobe UEFA-Mannschaft. Natürlich auch Crescito von Italien. Hat ordentlich Tempo, ordentlich Pace für einen Linksverteidiger. Krass. Richtig geil. Oh! Ottmar! Ottmar! Ich hab da Ottmar, Alter. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche auch keinen Van Gaal. Jetzt bin ich, Alter, natürlich nehme ich Ottmar Hitzfeld. Hallo, hallo. Ich bitte euch. Also, das ist doch vollkommen klar. Ist doch gar keine Frage. Modifikation, okay, wäre geil, wenn man aus einem Brasilianer einen Europäer machen könnte. Alle Verbleibende in Verein speichern. Jo, ich mach mal jetzt erst die Jungs hier klar. Also, ich habe Ottmar am Start, dann brauche ich auch den Louis nicht. Dann gehen wir erstmal in den Modus rein hier, und zwar aktive Mannschaft. Erstmal muss ich Cesc Fabregas, also den kannst du wirklich gebrauchen. Den habe ich denn hier noch, den Russen. Ja, weiß nicht, ob ich den brauche. Ich guck mal, zentrales Mittelfeld, habe ich da was anderes noch? Alternativ? Nee, nicht wirklich. Ah, nein. Jetzt habe ich eh wieder alle. Boah, mein bester Spieler ist Cesc Fabregas. Steht ja auch in Verhandlungen, ne? Wieder zurück zu Arsenal oder so. Zumindest auf die Insel.
Wer weiß, ob das klappt. So, Mavuba ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sehe ich sogar ein bisschen besser als das Spahic persönlich. Dann nehme ich mal den Crescito, aber der Rodriguez ist halt eine Kante, an den kommst du nicht vorbei. Rodriguez auf links, an den kommt man nicht vorbei. Ich gehe natürlich jetzt nicht nach den FIFA-Werten, das ist doch klar, ich gehe nach den richtigen, nach den richtigen Fußball-Werten. So, aus der Mannschaft entfernen, Louis, du musst gehen, wird sofort wieder ausgewechselt, ohne ein Spiel gemacht zu haben. Wo ist Ottmar? Wo ist, Ottmar, sehr nice, so. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Cesc Fabregas hier ins Mittelfeld stellen. Das geht schon gut. Ich denke mal, ich werde das jetzt nutzen, um ein Spielchen zu machen. Meine Lieben. Smolnikov, Hollebas, Mucha, Antonelli. Ja, es geht. Die Mannschaft geht jetzt. Rossini, den... Nee, ich weiß nicht, habe ich den noch hier? Ich nehme mal den Spahic trotzdem mit in die Mannschaft. Ich habe nur Verteidiger. Ich habe echt nur Verteidiger. Vielleicht nur Bruma als linker Flügel. Aber ansonsten Soldaten noch als Stürmer. Ansonsten habe ich hier echt gar nichts. Gar nichts. Wenn jetzt Fabregas eine direkte Linie zum Stürmer hätte, hätte ich den da genommen. Aber ja, ich denke mal, ich kann den Anfang mal starten mit der Mannschaft. Ist zwar noch deutsch, aber es ist nur ein Deutscher drin. Nur der Barcelona-Lord. Der angeblich wurde seine Ablösesumme von Ter Stegen auf 80 Millionen gesetzt. Die in der spanischen Liga ist ja so, oder bei den spanischen Vereinen ist es so, dass die eine Ablösesumme festlegen müssen für einen Spieler. Und bei ihm liegt sie bei 80 Millionen Ausstiegsklausel oder Ablöseforderung. Heftig. 80 Mille. Ter Stegen nicht. Sonst ist alles klar, ja. Okay, Zukanovic. Rossini. Alles klar. So, Antonelli. Ich würde sagen, Leute, so ready for the first game. Einfach mal rein und schauen, was ich so reiße. Bis gleich. Ciao. Belgien, Leute. Belgien. Meine erste Mannschaft ist Belgien. Pro-Team, schreibt er schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da beim ersten Game schon was reißen kann. Schauen wir doch mal, ob wir da ein bisschen Glück haben, ne? Ich konnte die Mannschaft gar nicht sehen von ihm. Das ist ja krass. Okay, da sind wir. Wir spielen, glaube ich, immer in diesem Stadion. Oh ja, Dani van Ginkel sich jetzt am Ball. Okay, vom Gameplay her identisch. Uiuiui. Noch kam ich nicht an den Ball. Jetzt aber, jetzt. Shadli, Shadli. Rooney. Und. Oh Gott, was für die erste Flanke. War ja aber voll für ein Lame. Ich muss ein bisschen über Ballbesitz gehen. Da hinten ist Rena. Mal rüber zu Menes, dem Franzosen. Da kommt Rooney wieder. Don't mess with Rooney. Oh, Foul. Warum pfeift er nicht? Haben schon. Ja, da ist das 1:0. Was hat er getan, Leute? Guckt euch das mal an. Was war das denn? Was ist mit ihm denn? Oh nein, jetzt haut er ab, oder? Was ist mit ihm denn? Was zum Henker? Das hat sich gar nicht... 9 Minuten. Ey, wir haben 9 Minuten gespielt. Was ist mit dir denn los, Alter? Was hat er denn für Sorgen? Geht ja gar nicht. Oh Gott, ist das ein Vollidiot, ey. Oh, ist der schlecht. Oh, das ist so schlecht. Und nach 9 Minuten jetzt komplett die Zeit runterlaufen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag euch was. Wir sehen uns wieder, wenn die Scheiße hier vorbei ist. Das ist ja, ey, das ist ja zum Kotzen. Srinna. 2:0, so wird es jetzt die ganze Zeit gehen, bis ich mal so 3-4 Tore gemacht habe und dann ist vorbei. Um Gottes Willen, Leute, tut mir leid. Also das ist ja der letzte. Ich sag nichts, aber es ist scheiße.